An die Vergangenheit kann man nur denken, in die Zukunft kann man gehen. Hallo, Lilia Huber, bei mir, grüß dich. Was für ein schöner poetischer Satz, sag mal. Ja. Selbst ausgedacht? Ja, tatsächlich. Ah, wirklich sehr schön. Aber du bist keine Poetin, keine Dichterin, du bist Sängerin, schreibst deine Texte auch selbst. Und bevor wir über dich quatschen, schauen wir ganz kurz rein, wie sich das anhört, wenn die Lilia singt. Ein Markenzeichen hast. Meine roten Haare. Ja, ich finde generell deine Haare, weil es ist total auffällig, wenn man sich mit dir beschäftigt. Du wechselst deine Haarfarbe wie andere Menschen die Unterhose, gell? Ja, weil ich einfach kreativ bin. Okay. Und weil ich einfach auch Lust auf, ich bin einfach auch mutig. So, ich mache einfach, weil es mir dann gefällt. Und dann achte ich auch nicht drauf, ob es jetzt gerade ein Trend ist oder so. Also ich mache das einfach, weil ich Lust drauf habe. Findest du, Aussehen ist wichtig in deiner Branche als Sängerin und als Frau? Tatsächlich habe ich mir wirklich überlegt, was ziehe ich denn an, ne? Und da habe ich gedacht, da ziehe ich jetzt einmal eine Jeans an und ein T-Shirt. Aber ich bin ja nicht so. Also, ja, ne, ich mag das einfach so bunt und auch hier so kleine Accessoires einfach. Aber das heißt, du machst dir das nicht deswegen Gedanken, weil du sagst, dann ist man damit erfolgreicher, sondern Nein. Es ist einfach dich da, ja, weil du das bist. Ja, genau. Also ich merke schon, mit dir braucht man über diese oberflächlichen Dinge überhaupt nicht reden, weil das bei dir einfach echt kein Thema ist. Gell? Nee, ich bin sehr tiefgründig. Ja. Ich bin nicht oberflächlich. Ja, und so schließt sich auch wieder der Kreis zu deinen Texten und über das, genau, wo wir natürlich später drüber reden werden. Mhm. Wir schalten ganz kurz in meinen ersten Beitrag, machen gleich weiter. Und zwar waren wir in Esslingen. Da gibt es ein neues Restaurant. Für mich ist es aber viel mehr als ein Restaurant, wo man gut essen kann. Da gibt es tatsächlich unglaublich viel Kultur und ganz liebevoll gemacht und von einer ganz tollen Familie. Aber wie das aussieht, sehen Sie jetzt. Hi, ich bin Lukas. Ich bin einer von vier Brüdern. Wir sind die Familie Fleig. Wir haben hier in Esslingen ein neues Restaurant eröffnet. Es ist aber nicht nur ein Restaurant, es ist ein riesengroßes Kunstprojekt. Man kann auch Erlebnisgastronomie sagen. Lasst euch überraschen. So, da wir alles Künstler sind, möchte ich euch natürlich auch gern einer unserer Highlights präsentieren und vorstellen. Das ist unser Bühnenbild. Das ist alles mit Handarbeit gemacht worden, hat sich zum größten Teil meine Mama ausgedacht. Die Intention dahinter ist, als Gast darf man sich davor setzen und man kann im Endeffekt immer was Neues entdecken und das macht es, glaube ich, auch so spannend bei uns im Restaurant. So, bevor ich euch meine Familienmitglieder vorstelle, kann ich euch was über meine Arbeit erzählen. Ich habe hier sehr viel Handwerkliches reingesteckt, die ganze Lampe geschweißt, die Bar geschweißt und mein ganzes Herzblut mit reingesteckt. So, hier darf ich euch meinen großen Bruder Daniel vorstellen. Er ist Innenarchitekt für das Design hier mit zuständig, spielt in unserer Hausband, was wir wahnsinnig gerne in Esslingen etablieren möchten. Und so klingen wir. So, jetzt stehen wir hier in unserer Küche. Ich möchte euch gern meinen großen Bruder Moritz vorstellen. Hallo. Also hier haben wir mit unseren Küchenjungs ein einzigartiges Modell, ein einzigartiger Stil kreiert. Ne? Wir nehmen internationales Streetfood in einer Art Fusion-Küche, Crossover-Küche und präsentieren sie auf dem Teller unseren Gästen. So, jetzt sind wir in einer ganz anderen Ecke von Kunst. Das ist mein jüngerer Bruder. Er ist Tätowierer, er tätowiert auf die traditionelle Art und Weise. Heute am Eröffnungsabend sticht er unsere Restaurantleitung, die Sarah. So, und ganz zum Schluss möchte ich euch mit vollem Stolz meine Mama präsentieren. Das ist die Künstlerin, sie hat hier alles gestaltet, mitgestaltet und kommt hier in Esslingen vorbei. Lasst euch überraschen, wir freuen uns auf euch. Familie ist schon wichtig, ne? Du hast ja auch Familie, kleine Tochter. Geben dir die Halt in dem, was du tust? Auf jeden Fall. Schon seit ich meinen Mann kenne, und das ist ja jetzt schon über 10 Jahre, habe ja auch in meiner Geburtsstadt in Berlin schon Musik gemacht und er hat es von Anfang an mitgemacht, sage ich jetzt mal. Das Schöne ist, dass er eigentlich immer dabei ist. Also wenn ich Auftritte habe, ist er immer dabei und meine Tochter meistens auch. Und ich bin halt auch sehr ehrgeizig, was das angeht und er kann mich da gar nicht stoppen. Wer hat dir die Musik beigebracht oder nahegebracht? Das denke ich, habe ich von meiner Mutter und von meinem Vater, weil wir auch früher viel gesungen haben. Und mein Vater hat Mundharmonika gespielt, was ich damals schon immer sehr faszinierend fand, weil es, finde ich, ein sehr schwieriges Instrument ist. Und meine Mutter war im Chor
Was bedeutet Musik für dich? Die absolute Sucht. Ehrlich, ist das? Ja. Ja. Wenn ich Musik höre, dann ist es für mich nicht einfach Musik, sondern ich fühle das richtig. Also Texte, ich kann das immer nicht verstehen, wenn jemand sagt, ich habe jetzt gerade das Lied gehört, aber ich habe den Text gar nicht mitgekriegt. Wenn ich ein Musikstück höre oder einen Song in deutscher Sprache, dann kriege ich jeden Satz mit. Also kann da wirklich von vorne bis hinten das Lied verstehen. So. Jetzt sind wir wieder bei den Texten, über die wir reden. Ja. Jetzt gleich ausführlicher. Vorher schalten wir einmal ganz kurz weg und sind gleich wieder da. Wir sind zurück mit Lilia Huber, sie ist Sängerin. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, Texte ist das, was dich ausmacht. Dass du tiefgründig bist und dass es dir wichtig ist, eine Message rüberzubringen. Und ich habe so das Gefühl, als ich mich mit dir beschäftigt habe, dass es dir wichtig ist, den Menschen mit was auf den Weg zu geben. Und dass sie über sich selbst nachdenken und dass deine Texte sie vielleicht auch weiterbringen. Kann man das so sagen? Ja. Warum ist dir das ein Anliegen? Weil es für mich auch ein Anliegen ist einfach. Und weil ich weiß, wie es sich anfühlt, einfach diesen Schritt immer weiter zu gehen durch eine Botschaft. Also ich kenne das von mir, dass ich durch andere Songs auch inspiriert werde, irgendwas in meinem Leben zu tun oder nicht zu tun. Das heißt, auch mit deiner Musik sind Menschen, die einfach liegen dir am Herzen, oder? Und ja, nicht nur dadurch, dass du deine Musik an die Menschen näher bringst, sondern auch, du hilfst auch Kindern mit deiner Musik, denen es nicht so gut geht. Erzähl mal über das Projekt, was du unterstützt. Ja, ich unterstütze den Kindheitstraum Stuttgart. Und zwar geht es darum, dass ja, kranke Kinder oder auch sozial vernachlässigte Kinder einfach auch große Träume haben. Und die aber auch durch die Krankheit oder eben durch das Geld, was fehlt, nicht erfüllt werden kann. Und dieser Verein sammelt sozusagen die Spenden und erfüllt dadurch große Träume. Und ich habe ein Lied sozusagen gesponsert, das heißt Träume. Passt auch noch so richtig. Und der Erlös von dem Verkauf der CD geht dann an den Verein. In meinem nächsten Beitrag geht es auch um Kinder. Da sind ganz besondere Kinder. Der Grund dafür, dass dieses Festival entstanden ist und die Geschichte, die hören Sie jetzt und sehen Sie natürlich. Timo ist mächtig im Stress. Er ist heute auf dem Sonnendeck-Festival in Schweigheim für die Bands verantwortlich. Aber so wie ich ihn erlebe, ist das schöner Stress für ihn, denn er ist einer der Gründer dieses Musikfestivals. Entstanden ist die Idee vor circa 10 Jahren bei seiner Tätigkeit bei INA e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der benachteiligte Kinder und Jugendliche in schulischen Belangen in Schweigheim unterstützt. Also wir hatten viele Kinder, die noch nie auf einem Festival waren und wir wollten denen einfach ermöglichen, dass die auch irgendwie Festival-Feeling haben hier in Schweigheim, weil wir merken, dass halt viele Kinder mit Live-Musik nicht so in Berührung kommen und deswegen wollten wir denen durch kostenlosen Eintritt ermöglichen, auf ein Festival gehen zu können. Ja. Der Eintritt ist tatsächlich kostenfrei. Wer die Veranstaltung aber trotzdem unterstützen möchte, kann Festivalbändchen kaufen. Helen ist einer der Kinder, die von INA e.V. unterstützt wird und heute hier auf dem Sonnendeck-Festival die Bändchen verkauft. Und das mit Erfolg. Ich finde es hier sehr, sehr cool. Also Sonnendeck-Festival, ich war bis jetzt jedes Jahr da und ich habe entweder ein T-Shirt oder diesmal, das war ein neuer Bändel. Also gehört dazu für mich. Ja, und die 11-Jährige hilft aus einem ganz einfachen Grund mit. Weil es mir Spaß macht und mir macht es auch halt Spaß, die Leute zu fragen, ob die was kaufen wollen und ja. Ja, und das zweitägige Festival funktioniert nur, weil mittlerweile rund ca. 120 ehrenamtliche Helfer mit anpacken. Tagsüber ist das Festival vor allem für Familien geeignet. Es gibt eine Hüpfburg, Tischtennisplatten und jede Menge Essensstände, an denen man sich den Bauch vollschlagen kann. Während die einen chillen, treffen wir Backstage Kito und Aue. Für die beiden geht es gleich ab auf die Bühne. Doch bevor es losgeht, erzählen uns die beiden Rapper, dass sie es wirklich cool finden, dass das Festival umsonst ist.
weil manche Leute können es sich einfach nicht leisten, genau, auf ein Festival zu gehen oder sind noch zu jung dafür und die können dann hierher kommen, zahlen keinen Eintritt und können trotzdem eine Show erleben. Und es geht ja Samstag von 12 bis 0 Uhr und da bekommt man auf jeden Fall was geboten. Jungs, dann ganz viel Spaß. Und wie lange tretet ihr auf? Halbe Stunde. Geplant. Okay. Und habt ihr so ein Ritual, bevor ihr auf die Bühne geht oder geht es einfach los? Also normal, also eine halbe Stunde vorher sind wir halt mit den Jungs, trinken gemütlich, rauchen noch ein Zigarettchen, genau, und dann gehen wir auf die Bühne. Und wir beide umarmen uns immer vor dem Auftritt. Ja, dann dürft ihr euch umarmen. Genau. Und jetzt schreien sie alle Booyaka, denn ich bin bald mit meinem Bruder da. Mein Gott, von meiner Domata Kamerun, Maka Faka, Faka, Gewalti, geht die Rap auch endlich wieder Kacke, aber machen nicht auf Kaffee, Maka, wenn die Mücke Acker, man dann nimmt dann auch noch mal eine Packe, Becke, Alibaba. Mais soll da wohl an, wie soll da wohl schauen, wie soll da wohl tirer. Booyaka, Booyaka. Mais soll da wohl an, wie soll da wohl schauen, wie soll da wohl tirer. Booyaka, Booyaka. Das Festival findet übrigens leider nur alle 2 Jahre statt. Bis dahin heißt es, ein wenig Geduld zu haben. So lange können Sie ja mal auf die Homepage klicken und sich noch mehr Infos holen. Und mein Fazit ist, das ist einfach ein super schönes Festival mit tollen Ideen und super Künstlern. Lilia, wir sind schon am Ende. Und meine Sendung endet traditionsgemäß mit 2 Veranstaltungstipps. Und deinen darfst du jetzt in die Kamera sagen. Am 21. Juli kommt ihr alle nach Neckarems. Das wird nämlich 750 Jahre alt. Es gibt Musik, es gibt einen Umzug durch Neckarems. 15.30 Uhr geht's los. Oh nein, Lilia, ich habe eine Gegenveranstaltung auch am 21. mir ausgedacht. Und zwar ist da Ballett im Park. Da wird unter freiem Himmel Ballett getanzt. Das Ganze vor der Oper in Stuttgart. Um 19 Uhr geht's los und der Eintritt ist frei. Vielleicht können wir es ja auch irgendwie verbinden, beide Veranstaltungen. Ja, genau. Lilia, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für den kurzen Einblick, den wir in dein Leben kriegen konnten. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank auch. Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schalten Sie ein und bis dahin eine gute Zeit. Und tschüss.